kenn jede Map, jeden Move, jeden Abspann. Ich bin Profi. Finger weg, überlass das dem Fachmann. Sega schickte 2010 eine wahre Actiongranate ins Rennen, und zwar Vanquish. Der blitzschnelle Third-Person-Shooter hat einen merklichen Japano-Touch, überzeugt aber durch rasante Action und verdammt viele Kugeln. Wollen wir doch zuerst mal die sehr knappe und oberflächliche Story erklären. Wir befinden uns in der nahen Zukunft, das Bevölkerungswachstum ist nahezu explodiert, Ressourcen sind kaum mehr auf der Erde vorhanden. Und aus diesem Grund haben die USA ein Testprogramm gestartet und eine Kolonie im Weltraum gebaut, die Providence. Ziel dieser Weltraumkolonie ist, Sonnenenergie als alternativen Kraftstoff zu gewinnen. Wer hätte es anders gedacht? Die Russen kommen, schnappen sich das Ding, bauen es zu einer klar liegt auf der Hand, vernichtenden Waffe um und feuern auf San Francisco. In der ersten Cutscene sieht man die Auswirkungen, Brücken und Häuser stürzen zusammen, das Meer verdampft und Menschen platzen. Nun wollen die Russen, angeführt von Viktor Zaitsev, die Kapitulation der USA, sonst wird New York dem Erdboden gleichgemacht. Der Orden des russischen Sterns heißt sie nun zur Geburtsstunde des neuen russischen Staates willkommen. Mein Orden hat von nun an das alleinige Sagen in Russland. In 10 Stunden werden wir erneut unsere Macht beweisen. Nur eines kann die vollständige Zerstörung von New York City jetzt noch abwenden. Ihre bedingungslose Kapitulation. Um die Russen zu stoppen, kommt der beste Mann der USA ins Spiel, Sam Gideon, ein ehemaliger Footballspieler, der seit einer Verletzung als Forscher für DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, arbeitet. Sam nutzt den ARS Augmented Reaction Suit, den DARPA entwickelt hat und nun auf der Providence in den Testeinsatz schickt. Der hochmoderne Anzug besitzt verschiedene Düsen an Armen und Beinen, mit denen Sam blitzschnell über den Boden rutschen, über Hürden springen und sich herumrollen kann. Zusammen mit den Marines, darunter Leutnant Colonel Robert Burns, flieht Sam auf die Providence, um den befreundeten Wissenschaftler Dr. Francis Candide zu befreien, der vor Ort versucht, die Katastrophe aufzuhalten. Unterstützt werdet ihr noch von Ivana, einer Operatorin mit einem IQ von über 180, die euch mitteilt, wo ihr seid und wo ihr hin müsst. Am Anfang des Spiels wird euch der Anzug und seine Steuerung erklärt. Diese Wunderwaffe der Technik lässt sich wunderbar steuern, alles läuft flüssig und selbst die spektakulärsten Moves gehen leicht von der Hand. Nachdem ihr den Trainingslevel abgeschlossen habt, geht's ab auf die Providence. Hier erwarten euch richtig genial gestaltete Roboter, die euch auch einiges abverlangen. Erster großer Gegner ist der KNRB Argus Null Roboter. Dieses spinnenartige Metallstück ist im Prinzip ganz leicht zu plätten. Schießt die Beine kaputt, immer wieder auf den Kern, irgendwann steht das Vieh auf und weiter geht's mit den zwei Beinen und Arm. Habt ihr den linken Arm geplättet, kommt ein eigentlich unnötiges Quicktime-Event, mit dem ihr den Arm zerstören könnt und der Riese hinfällt, woraufhin der Kern frei wird. Schafft ihr das Quicktime-Event nicht, auch egal, der Kampf geht normal weiter. Dieser Riese wird euch im Spiel noch öfters begegnen. Dazu kommen aber auch noch einige andere Roboter. Diverse Formen des Romanovs, der sogenannte Crystal Viper oder der Buzzard. Das Repertoire an genialen Maschinen ist ziemlich gut, hätte im Endeffekt aber etwas größer ausfallen können. Auf dem Weg durch die Raumstation kommt ihr durch die verschiedensten Szenarien, fahrt auch mal gemütlich oder auch weniger gemütlich Monorail und schießt euch durch die Massen. Angefangen wird indoor in der Station, weiter geht's über große Plätze, durch dunkle Tunnel und Aufzüge, mit verschiedenen Monorails, auch durch Wald und durch ein brennendes Industriegebiet. Abwechslung ist bei den Schauplätzen auf jeden Fall vorhanden. Besonders toll ist immer, wenn man einen Blick gen Himmel wagt. Dort sieht man, wie groß die Kolonie eigentlich ist. Ein riesiger Ring, der komplett bebaut ist, grafisch, hat Vanquish auf jeden Fall einiges zu bieten. Die Schauplätze sind super detailliert und toll aufgebaut, keine wirklich matschigen Texturen und echt fette Effekte und Explosionen. Es ist nicht das Beste heutzutage, aber auf jeden Fall befindet sich die Grafik weit über dem Durchschnitt. Ein paar kleine Bugs trüben den Spielspaß nicht wirklich. Zum Beispiel sieht man in den Zwischensequenzen Burns reden, steht ihr aber neben ihm, seht ihr, dass er den Mund nicht mal bewegt. Komisch. Hey. Die Framerate des Spiels liegt eigentlich konstant ziemlich hoch. Einzig und allein im Kampf gegen Burns gab es einige Rückfahrt. Weiter erwähnenswert sind diese aber nicht. Überaus wichtig ist in Vanquish das Deckungsprinzip. Bleibt ihr normal stehen, seid ihr der Kugelfang und zack, schimpft euer ARS mit euch und verlangsamt die Zeit, damit ihr euch in Sicherheit bringen könnt.
Ihr habt keine richtige Gesundheitsanzeige, das heißt, dass ihr manchmal nach nur einem einzigen Treffer das Zeitliche segnet. Habt ihr aber fast keine Energie mehr, kommt wie gesagt euer ARS zum Einsatz. Ziemlich praktisch, um nicht zu schnell den Löffel abzugeben. Aus der Deckung heraus könnt ihr auch per Knopfdruck über das Hindernis springen, in der Luft zielen und somit die Zeitlupe einschalten und losballern. Gelandet setzt ihr ein weiteres Feature des Anzugs ein, slidet zur nächsten Deckung. Mit X könnt ihr euch auch herumrollen, falls das Sliden gerade unangebracht ist. Was ihr aber immer im Auge haben solltet, ist die Energieanzeige des Anzugs. Diese ist wirklich sehr schnell leer und füllt sich leider etwas langsamer wieder auf als erhofft. Durch die Zeitlupe, durch das Sliden sowie durch Nahkampfangriffe wird die Leiste strapaziert und geleert. Letzteres ist nur manchmal gut einzusetzen, da die Anzeige nach einem Angriff komplett leer ist. Schade eigentlich, so hätten die Kämpfe bestimmt noch besser ausgesehen. Setzt ihr die Features und die Deckungsmöglichkeiten geschickt ein, kommt ihr locker durchs Spiel. Das Waffensortiment in Vanquish entspricht eher dem Standard, hat aber drei nette, abgefahrenere Waffen dabei. Standard sind natürlich das Sturmgewehr, das schwere MG, der Raketenwerfer, die Schrotflinte sowie das Scharfschützengewehr. Etwas lustiger sind dann schon der Scheibenwerfer, mit dem es möglich ist, den Robos Beine, Arme, den Kopf abzuschießen, der Zielerfassungslaser, mit dem ihr mehrere Gegner auf einmal plätten könnt, oder auch die LFE-Waffe, mit der ihr eine Energiekugel auf den Gegner schießt und ihn damit durch die Gegend schleudert. Mit einem DLC könnt ihr euch noch drei weitere Waffen kaufen, lohnt sich meiner Meinung nach aber nicht wirklich. Rauchen ist für den Protagonisten Sam elementar und überlebenswichtig. Ihr könnt zum Beispiel Zigaretten als Ablenkung für die Roboter werfen, um sie in Ruhe abzuknallen. Aber auch in Zwischensequenzen macht Sam sich eine Fluppe an, egal ob er gerade gemütlich geht oder wie kurz vor Schluss mit nur einer Hand an einer Plattform hängt, um nicht kilometerweit in den Abgrund zu fallen. So kann es natürlich auch laufen. Vanquish ist wohl einer der rasantesten und spektakulärsten Third-Person-Shooter der Gegenwart. Ein wahrer Adrenalinschub, der zum mehrmaligen Durchzocken förmlich einlädt. Mit der intuitiven Steuerung geht der Kampf gut von der Hand, die Grafik ist verdammt gut, die Action rockt einfach nur und es macht verdammt nochmal Spaß. Leider sind die Charaktere sowie die Story zu oberflächlich. Dieser typische Japano-Style bei Spielen ist stark erkennbar und es ist zu kurz. Die Spielzeit beträgt ca. 5 Stunden. Ein Muss für Fans von Actionspielen, denen der leiche Japano-Touch nichts ausmacht. Auf jeden Fall eins der besten Spiele 2010.